unberührte Natur, hautnah erleben. Was gibt es Schöneres? Und gerade hier in der Mach und in den Machauen wurde in den letzten Jahren unglaublich viel für die Pflanzen und die Tierwelt umgestaltet. Und gleichzeitig wurde alles für uns Menschen noch intensiver erlebbar gemacht. Denn so, wie sich die verschiedenen Abschnitte der Mach hier heute präsentieren, waren sie noch vor wenigen Jahren bei weitem nicht. Bei der Regulierung der Mach im 20. Jahrhundert wurde der Fluss begradigt und um 11 Kilometer verkürzt. Gut für eine klare Grenzziehung zur heutigen Slowakei in der Mitte des Flusses. Die Ufer wurden mit großen Steinen befestigt und seitdem grub sich der Fluss immer tiefer in sein Bett ein. Dadurch wurde er aber immer stärker von seiner Umgebung, der Aulandschaft, abgetrennt und isoliert. Ein Damm schützt das Umland zusätzlich vor Überflutungen und heute sind große Flächen ehemaliger Aulandschaft vom Wasser abgeschnitten und werden von der Landwirtschaft genutzt. Der natürliche Lebensraum für seltene Pflanzen und Tierarten ist rar geworden. Die biologischen Zyklen der Au sind stark eingeschränkt. Habt ihr schon einmal Urzeitkrebse gesehen? Hier in der Au bilden sich nach starkem Regen oder Hochwasser sogenannte Sutten. Dort kann man sie beobachten. Nachdem sie aus ihren Eiern geschlüpft sind, die bis zu 30 Jahre im Boden überdauern können. Wahnsinn, dass die so lange überleben können. Aber auch die Rotbauchunke, der Donaukammmolch und andere seltene Tiere finden hier ihren Lebensraum. Die Machauen sind auch ein Vogelparadies. Nirgendwo ist die Zahl der heimischen Vögel größer als hier. Den vom Aussterben bedrohten Bienenfresser habe ich vorher gar nicht gekannt. Dabei sind diese kleinen Vögel so bunt und wunderschön, fast exotisch. An den Uferböschungen graben Uferschwalben und blau schillernde Eisvögel ihre Brutröhren in die Ufer. Hoch oben in den Aubäumen bauen Kaiseradler und Seeadler, der österreichische Wappenvogel, ihre Nester. Es gibt viele Vögel zu entdecken hier in der Au. Am bekanntesten sind aber sicher die Weißstörche im WWF Auenreservat Macheck. Störche kennt man ja, aber dass die hier in großen Kolonien ganz natürlich ihre Horste bauen, das habe ich noch nie gesehen. Dabei werden solche Horste bis zu 800 Kilo schwer. Da kann man sich ausrechnen, dass es große alte Aubäume braucht, die dieses Gewicht aushalten. Der Mensch hat hier auch ein bisschen mitgeholfen und ein paar zusätzliche Nisthilfen für den Schwarzstorch, der hier auch lebt, und den Seeadler geschaffen. Und Pferde gibt es hier. Auf einem eigenen, 70 Hektar großen Areal wurden extra Konikpferde angesiedelt. Nicht zum Reiten, sondern einfach nur zum Weiden. Die können hier das ganze Jahr über frei herumlaufen und Gras fressen. Die haben's schön. So große, grasfressende Tiere wie die Pferde haben in unserer Naturlandschaft immer eine große und wichtige Rolle gespielt. Allein dadurch, dass sie hier leben und Gras fressen, sich am Boden wälzen oder mit den Hufen scharen, schaffen sie Lebensraum für viele andere seltene Tiere und Pflanzen. Dabei werden vor allem die Spezialisten gefördert, die als Pioniere die offenen Böden besiedeln. Besonders dort, wo es entweder ganz trocken oder recht nass ist. Heuschreckenarten wie die westliche Dornschrecke oder die Sumpfschrecke sind gute Beispiele dafür. Je mehr Insekten, desto mehr Vögel gibt es hier auch, die sich von ihnen ernähren, wie der Neuntöter oder der Wiederhopf. Der unscheinbare Kleinblütenklee oder die wunderschön blühende phönizische Königskerze finden hier als geschützte Pflanzen auch einen idealen Lebensraum. Die Pferde sind also die viel besseren Landschaftsgestalter als die Menschen. Und sie schauen noch so lieb dabei aus. Aber das Wichtigste für eine Auenlandschaft ist natürlich das Wasser.
Seit der Regulierung trocknet die Au immer mehr aus, da sie vom Fluss abgeschnitten ist. In einem großen Renaturierungsprojekt wurden 7 Kilometer an Seitenarmen wieder mit der Mach verbunden. Dadurch kann die Au am ständigen Wechsel zwischen niedrigen und hohen Wasserständen teilhaben und ist viel besser mit Wasser versorgt als vorher. An einigen Stellen wurden deshalb nicht nur die Wasserbausteine am Ufer entfernt, es wurden auch abgetrennte Seitenarme wieder mit der Mach verbunden. Ja, es wurden sogar bereits völlig verlandete Gräben wieder ausgehoben und die Mündungsbereiche von Bächen teilweise neu gestaltet. Heute kann die Mach hier wieder etwas freier fließen und Steilufer bilden und Sandbänke und neue Inseln. Das ist schon fast wildromantisch hier. Besonders gut gefällt das natürlich den Fischen. Von dieser neuen Brücke hier kann man nicht nur super die Jungfische beobachten, sie ermöglicht auch die Erhaltung der großflächigen und wertvollen Brennnesseldenwiesen auf der neu geschaffenen Insel. Auf diesen tollen Auwiesen hier finden wir zahlreiche geschützte Pflanzen. Zum Beispiel die gewöhnliche Brennnessel, die Ganzblattwaldrebe oder das Gnadenkraut. Viele Wiesen wurden hier in Äcker umgebrochen, aber hier wurden auch wieder große Ackerflächen in Feuchtwiesen umgewandelt. Ist total spannend, sich einfach mal in so eine Wiese zu legen und die bunte Vielfalt an Pflanzen zu entdecken. Wie gut es hier riecht und die Insekten summen. Dort, wo Wasser ist, kann man natürlich nicht nur baden, sondern auch fischen. Und all diese Maßnahmen dienen jetzt auch dazu, dass sich die heimischen Fische wieder wohlfühlen und vermehren können. Der Fischbestand hier war bereits auf ein Zehntel des ursprünglichen zurückgegangen. Sie können sich in verbauten und regulierten Flüssen nämlich nicht gut vermehren. Und wenn sie es schaffen, finden die Babyfische oder Jungfische keinen Schutz. Die brauchen nämlich Bereiche, wo das Wasser ruhig und seicht ist, oder Totholz, wo sie sich vor Räubern verstecken können. In den neuen Seitenarmen finden sie ideale Lebensbedingungen, wie man sieht. Es gibt hier an der Mach aber auch einen ganz speziellen Fisch, den sogenannten Schlammpeitzger. Manche sagen auch Gewitterfurzer zu ihm. Bäh, das klingt nicht sehr appetitlich. Aber der kann tatsächlich über seinen Darm atmen. Das hilft ihm dabei, auch länger in einem Gewässer zu überleben, das schon ausgetrocknet ist. Er wurde jetzt künstlich vermehrt und wieder in verschiedenen Gewässern in der Au ausgesetzt. Noch eine andere Tiergattung finden wir hier ganz häufig. Allerdings müssen wir da eine Taucherbrille aufsetzen. Ich dachte, Muscheln gäbe es nur im Meer. Aber es leben und vermehren sich jetzt hier wieder die heimischen Flussmuscheln. Während die eintönigen Bedingungen im Hauptfluss eher den chinesischen Teichmuscheln und Körbchenmuscheln entgegenkommen, finden die heimischen Arten in den neuen Seitenarmen ideale Lebensbedingungen und vermehren sich bereits. Ideale Bedingungen findet aber auch der Mensch hier in der Au. Ein übersichtliches Netz an Spazier- und Radwegen und neue Radbrücken machen es sehr einfach, sich hier alleine zurechtzufinden. Wer lieber in Gruppen unterwegs ist, dem wird ein tolles Angebot an unterschiedlichsten geführten Touren im Besucherzentrum Storchenhaus in Macheck angeboten. In ganz speziellen Unterständen kann man dann nicht nur rasten, sondern auch Tiere beobachten und erkennen. Wer leise ist, sieht mehr, steht da draußen. Und das stimmt, da draußen sitzen zwei Schildkröten. Kommt doch einfach her und überzeugt euch, wie toll das hier alles ist.